Oha, das Sprengsignal. Achtung, Sprengung! Strike! Kaputt! Deinem Papagei scheint es nicht gut zu gehen. Ach du meine Hose. Der ist ja vollkommen ausgenockt. Wie sollen wir denn jetzt erkennen, ob gefährliche Gase austreten? Tja, die Warnlampe geht doch immer als erstes kaputt. Nimm ihn ruhig mit, wenn du willst. So nutzt er mir nichts mehr. Da besteht keine Fluchtgefahr. Der ist so schwer, um ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Es ist der letzte Baum hier. Hoffentlich geht er nicht auch noch ein. Wo soll ich sonst meine Herbizide testen? Eigentlich hätte ich die 1 verdient, aber die 63 tut's auch.
Die Richtung, in die sich das hier entwickelt, gefällt mir nicht. Autsch! Verdammt, das ist ja heiß. Den Schlüssel muss wohl Toni haben. Gott sei Dank bin ich ein Geschickter. Verdammt! Es kann doch nicht so schwer sein, ich schaff's doch auch immer wieder. Na, wer sagt's denn? Schwarzpulver. Schwarzes Pulver. Wenzel hat eine Schutzklappe auf seinen Schornstein montiert. Dieser Egoist, wo übe ich denn jetzt Pfriemspucken? Kein Gitter der... Da, es hat, als ihr geblinzelt habt. Wenn ich das zuschweiße, bekomme ich es nie wieder auf. Nein, wie ich Gizmo kenne, wird er meine Sachen noch früh genug konfiszieren. Ich habe ihn dafür den Notfall deponiert. Verdammt! Mmh.
Der ist so schwer, Mimi. Aber halb so schlimm. Da ist nichts mehr zu holen. Der ist bereits ich hasse Spritzen. Zum Glück bin ich mittlerweile immun gegen Tetanus. Ich frage mich, wie das Zeug schmeckt. Bisher habe ich es immer nur direkt ins Herz bekommen. Ganz meine Meinung. Schwamm drüber. Ganz meine Meinung. Schwamm drüber. Was gibt es? Vielleicht kannst du mir helfen, ein paar Sachen zu besorgen. Schon wieder? Du hast mir immer noch nicht meinen Rasenmäher zurückgegeben. Ach ja, der Rasenmäher, ja. Besorg dir lieber einen neuen. Der alte hatte ganz miserable Flugeigenschaften. Oh ja. Worum geht es denn diesmal? Hast du eine Idee, woher ich klares Wasser bekomme? Klares Wasser? Sowas gibt es doch nur in Legenden. Na und? Mein Vorhaben ist ja auch legendär. Der Legende nach hat dein Vater einst klares Wasser gefunden. Auf diese Weise ist er Bürgermeister von Kuwak geworden. Man munkelt, dass noch immer ein paar Flaschen davon im Rathaus versteckt sind. Das wäre allerdings typisch. Er verlässt Deponia, aber seinen Reichtum versteckt er lieber, anstatt ihn mir zu vermachen. Immerhin hat er dir die Wünschelrute hinterlassen. Vielleicht kann man damit ja doch Wasser finden. Träum weiter. Hast du eine Idee, woher ich energiereiches Wasser bekomme? Energiereiches Wasser? Was soll denn das sein? Die einzige Energie, die ich kenne, steckt in den Autobatterien, die man überall im Schrott findet. Na, dass du mir nicht viel zum Thema Energie sagen kannst, hätte ich mir ja auch denken können, fauler Sack. Hast du eine Idee, woher ich Aufputschmittel bekomme? Hast du Dr. Gizmo schon gefragt? Hm,
Ich glaube sogar, er sagte sowas. Er hat bestimmt was in seiner Praxis. Gut, dass ich so ein phänomenales Gedächtnis habe. Sonst wäre ich da nie drauf gekommen. Hast du eine Idee, woher ich belebendes Wasser bekomme? Ich habe mal gehört, dass es belebend sein soll, das Blut von Stieren zu trinken. Du glaubst auch alles, was man dir erzählt, hä? Wie, dass ich das Geld zurückbekomme, das ich dir geliehen habe? Genau. Ich glaube, ich mache das lieber alleine. Denn, seien wir doch mal ehrlich, du warst noch nie eine große Hilfe. Wie du meinst. Keine große Hilfe. Brillant. Was denn? Verstehst du nicht? Keine große Hilfe. Weil du klein bist. Ich will mein Erbe zurück. Deal ist Deal. Komm schon, wir sind doch Freunde. Und Freunde halten ihr Wort. Steht wo? Vergiss es einfach. Du blockierst die Warteschlange. Na und? Solange ich keine Wasserader Bis später. Genau. Das sitzt auch so schon fest genug. Besser nicht. Ich könnte ein Stromkabel treffen. Oder ein Wespennest. Oder mein Schulterblatt. Alles schon gehabt. Nix da, die gehört. Aber das ist ein. Na und? Oh, vielleicht. Und wenn. Teilen wir 50-50. Wenzel hat eine Schutzklappe auf. Wenzel hat ein. Wenzel hat eine Schutz. Eine Prise Schwarzpulver. Eine ganze Chilischote. Fehlt nur noch eine Zutat. Aufputschmittel. Ich nenne die Mischung Rufus schonungslos. Der Jungfrauenkiller. Oder Retter? Nein, Killer klingt cooler. Hier hing mal der Käfig von Tonis Wellensittich. Aber auch er hat es nicht lange mit ihr ausgehalten und ist ausgebüxt. Er ist an Altersschwäche gestorben. Ist doch egal. Nachdem du ihn versehentlich mit Progerie infiziert hast. Also meine Version war lustiger. Guck mal, was ich dir mitgebracht habe. Schon wieder ein toter Vogel? Er ist nicht tot, er schläft nur. Das hast du von der Taube neulich auch behauptet. Das nennt man Kälteschlaf. Es war ein Zeitreiseexperiment. In meinem Kühlschrank? Wo sonst wäre es kalt genug? In deinem Herzen ist ja nicht viel Platz. Keine toten Tiere mehr. Schon gut, dann wecke ich ihn halt. Tu das, aber woanders.
Von wegen Arbeit. Sie sitzt nur rum und dreht Däumchen. Das kann ich auch. Freigegeben ab 6? Wie langweilig ist das denn? Und heute, liebe Kinder, zeigt euch der Onkel Rufus, wie man einem ausgewachsenen Stier Blut abnimmt. So schon mal nicht. Wenn ich auf der Suche nach Phlegma wäre, könnte ich auch Wenzel Blut abnehmen. Freigegeben, wie langweilig. Muss das wirklich sein? Die Sitze sind mit pinkem Plüsch bezogen. In der Ecke dreht ein Püppchen Pirouetten. Und auf dem Fahrerschild steht Schnutzipuh. Dämlicher Name. Hallo nochmal. Hi, Rufus. Genau. Nochmal wegen des Schlüssels. Nochmal? Wie war noch gleich? Schnutzipuh. Schnutzipuh? Vielleicht habe ich deinen Schlüssel gefunden, Schnutzipuh. Aber ich möchte erst sicher gehen. Was ist denn deine Lieblingsfarbe? Pink. Pink, sagst du? Das kommt hin. Und hast du ein spezielles Hobby? Ich liebe das Ballett. Volltreffer! Dann muss das hier dein Schlüssel sein. Heute ist offenbar dein Glückstag, Schnutzipuh. Ja, die Sonne scheint mir aus dem Arsch. Wie praktisch. Dann kannst du nachts im Bett lesen. Hallo nochmal. Ah. Hast du eine Ahnung, wo ich energiereiches Wasser herbekomme? Wir finden öfter mal Batterien im Schrott. Da ist auch eine Flüssigkeit drin. Wir nennen sie Batteriebrause. Weil sie so lustig auf der Zunge prickelt. Meinst du sowas? Bis bald. Tschüss, Schnutz. Ach, den Namen sieht so aus. Wahrscheinlich. So viel Power in so einer Schrottkarre. Was für eine Verschwendung. So viel Power in so einer Was für ein... Sie lässt sich nicht ausbauen. Aber wie komme ich dann an die Energie im Inneren? Ich will an die Batteriesäure... Und ich habe einen Zahnbohrer. Das ist ja schon fast zu perfekt. Ah! Au! Yeah! Uah. Uah. Mit der Spritze wird das nichts. Ich suche mir besser ein anderes Gefäß. Was ich hier brauche, ist ein... Leider habe ich die Urne von Tonis Mutter bereits in meinem Unterwassergrill verbaut. Da soll Toni noch mal sagen, ich tue nicht genug.
Man erkennt noch, was es ist. Ich muss es nicht putzen. Autsch! Das ist ja... Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Was? Nicht einmal damit? Ist das überhaupt ein richtiger Dietrich? Den Schlüssel. Mehr ist wohl nicht zu holen. Reicht ja auch.